60 years ago, the Firefall changed everything. The asteroids rained for days. We were nearly wiped out. And then we found it. The impossible geometry of Christite. Bright crystals buried in the asteroid fragments. Christite saved us, allowed us to rebuild. The power it contained raised cities, gave us new weapons, battle frames, and even built starships. We wanted more. We found it on Alpha Prime, 7 light years away. And we built the Arc Light to take us there faster than any ship, bending space in the blink of an eye. It failed. Admiral Nostromo saved Rio, but lost his family when the Arc Light smashed into Fortaleza. But the Arc Light brought more than tragedy. So much more. It brought the melding. Punching in from another dimension as the Arclight engines flared, it consumed everything it touched. It smothered the Earth, engulfing it. We were blinded, separated from each other, lost. And then the Chosen came. We are all that's left. The still-running wreckage of the Arclight's engines keeps the melding at bay, but just. The Chosen came with weapons, ships, and strange machinery. They took over what was left of the Earth. I've seen so many possibilities. I dream of them. Of how we fought the war against the Chosen and the Melding. I dream of my father and what he became. These are my nightmares. You can prevent this. Stop the nightmares. And bring an end to this war. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Spiel der vierten Gaming Late Night, das da heißt Firefall. Wir sind hier gerade im Charaktererstellungs-Dingsbums-Bildschirm und ich gebe gleich mal weiter an den Drachenburschen, auf den ich mich immerhin ein bisschen verlassen kann. Oh, das freut mich aber. Immerhin ein bisschen kann er sich auf mich verlassen. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr euch auf uns verlassen könnt, dass es weiter mitgeht mit der Gaming Late Night und natürlich dem Land16. Oh ja, jetzt bin ich dran mitreden. Oh Gott, ich habe gar nichts vorbereitet. Ich bin hier auch mit dabei. Ich habe den Namen schon erstellt, deswegen seht ihr jetzt nicht das gleiche wie beim Drachenburschen. Wer auch noch mit dabei ist, wäre der Sir Evan Rowe. Komm. Hey, oh, der ist schreit wieder gleich. Party im Gebäude bei mir. Und wen wir auch noch dabei haben, ist den Lukas aka Evil Loaf Entertainment, aber der ist jetzt gerade nicht hier, oder? Nee. Mehr oder weniger, der ist beschäftigt sozusagen. Der ist beschäftigt. Ja, genau. Wie schon gesagt, Evil Love Entertainment, die schöne Aber Hände waschen nicht vergessen. Ja, der spielt nicht mit uns, der spielt mit sich selbst. Also, wir spielen... Wir dürfen übrigens Kenny nicht vergessen, der als stummer Pro-Gamer bei uns ist. As always. Er hat gelacht, immerhin. So, wir dürfen uns hier, dürfen uns hier einen gewünschten Namen auswählen. Ich bin geneigt, Copper Bratfett zu nehmen. Ja. Nee, Copp Bratfett. Das muss man mal dazu erwähnen. Man kann hier auf zufälliger Name klicken und da kommen die besten Namen, Hummereis, die ich jemals bei so einem Rollenspiel gelesen habe, raus. Froschhexe. Ich glaube, ich möchte mich tatsächlich Böser Hummer nennen, aber ich schalte einfach mal weiter. Böser Hummer. Kalte jetzt Wumme. Jetzt passiert natürlich nichts. Mann, wieso passiert jetzt nichts? Klasse. Hallo? Liebe Bohne, ja. Trauerhummer, lieber Kuss. Oh, wow. Pinker okay, Rum. Bei mir hakt es ein bisschen, also... Weiche komm. Musik. Weiche Musik. Kapitän. Nachttroll. Aalzwiebel. Magma-Absint. Was? Musikwumme. Oh, Zahnpo. Papiermusik. Sag mal, Drachenbursche, oh. Ist es bei dir eigentlich auch so, dass du zwischen männlich und weiblich hin und her klicken kannst, aber trotzdem der männliche Charakter links bleibt? Ja, ja. Vielleicht ist es auch beides. Vielleicht erkennt man das in dem Spiel nicht so genau. Oh, ach so. Das kann natürlich sein. Goblinkopf ist auch ein schöner Name. Ich nenne mich jetzt nicht Blzerhümmer. Nicht. Ah, Mann. Ma. Blöde Tasten. Kopp-Po. Böser Hummer. Koppo. So. Böser Hummer. Haut-Captain. Wenn er nicht schon vergeben ist, der Name. Okay, Drachenbursche, bist du soweit? Ich überlege gerade noch, ob ich grüner Suppe nehmen soll, aber ich habe auch gleich einen Namen. Silbermond. Silbermond, ja. So ein Zufall. Mega. Oder bist du gestrikt? Nee, ich glaube, ich bleib bei Megafrosch. Megafrosch klingt gut. Megafrosch, gut. Böser Hummer und Megafrosch. Dem Ares-Programm beitreten. Und klick. Yay. Warten auf Antwort. Und die Vereinigten Armeen des Akkords. Ja, Gitarre spielen kann so gefährlich sein. Ja, da brauchen wir eine ganze Armee für. Ja. Oh Mann. Ja, Drachenbursche ist auch okay. Oh, das sieht doch schön aus hier.
Jetzt passiert was, jetzt passiert irgendwas. Ja, ich sehe einen Ladebildschirm, das sieht aus wie... Tipp des Tages. Chosen haben auch Gefühle. Das ist ein guter Tipp. Was? Ja. Gefühle? Was sind Gefühle? Gefühl, was? Oh, Flugzeug! Was? Mal, er ist immer schneller beim Laden als ich. Selber. Oh, Flugzeug! Die Stimmen im Spiel sind einfach mal viel zu leise. Oh. Leiser als die Stimmen in deinem Kopf. Ja. Und das würde was heißen. Also wir landen hier irgendwie auf so in so einem Dörflein, was so ein bisschen aussieht wie das Dörflein von Monster Hunter. Ma, so, du spoilerst mich. Am Strand gelegen. Hui. Ich spoiler noch ein bisschen mehr, es ist die Copacabana. Ero, Ero hieß die Dame, die mich da voll gequatscht hat mit der engen Kleidung. Das Flugzeug schaut aber ganz nett aus. Oh, ich darf sogar aussteigen. Das ist ja nett. Ich glaube, ich sehe dich da unten sogar. Ich lande gerade auf dir. Ich sehe niemanden. Oh nein. Ich böser Hummer. Böser Hummer. Au! Ich schieß zurück, du böser Hummer, du. Komm doch her, du Sack. Nein, ich bin runtergefallen. Gewonnen. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Aber ganz ehrlich, das Spiel ist relativ intuitiv. Ja, okay. Die Jetpacks und so. Ich höre der Tante einfach nicht zu. Muss ja, man auch nicht, die redet eh Englisch das, und man sieht den Text oben rechts stehen, also zur Not. Könnt ihr auch da verstehen. Das ist ja cool. Einmal so ein Plasma-Blitz und deine rechte Maus, das ist so eine Schrotflinte. Ja, ja, ich sehe es gerade. Mega-Frosch-Schiff da unten und... Wer ist das da unten? Gehört das zu uns? Nö. Offensichtlich nicht. Also ich heiße Len 16. Und wollen wir uns erstmal treffen? Ich bin Escape. Len 16 ist wieder extrem laut geworden, er ist wieder hochgepusht worden. Was ist bei Escape? Optionen erstmal, wie wär's denn damit? Grafik fortgeschritten. Du wirst angegriffen. Fortgeschritten. Ein Skiver greift an. Oh, ich habe mein erstes Tier erlegt. Jetzt dürfte ich wieder normal sein. Ja, jetzt bist du auch wieder normal. Genau. Wenn ihr auf Escape drückt, rechts unten steht Verwalten, Freunde, und dann sollten wir Freunde suchen. Sollten wir Freunde suchen? Erinnert alles so ein bisschen an Portal, finde ich, diese Charaktere. Ich finde, vom Grafikstil her erinnert es ein kleines bisschen an Borderlands. Ja, das auch noch. Vor allem der Spielautomat auch noch und so. Kann es eigentlich sein, dass wir auch ganz zufällige Gesichter zugewiesen bekommen haben? Ja, das kann gut sein. Kann gut sein. Und bei mir haut es sogar fast hin, zumindest von hinten, weil längeres Haar und so. Ja, ich kann hier noch von hinten gucken. Ich finde, Len seinen Mustache. Habe ich einen Mustache? Ja, aber richtig geil Mustache. Jawohl. Aber zwischendurch hängt es bei mir immer. Ja, es leckt ein bisschen, bestimmt. Ich wüsste jetzt nicht, wie. Also ich habe dann eine Einladung gekriegt. Ich sollte einfach nochmal N drücken und dann nochmal linke Maustaste. Das dauert wahrscheinlich kurz. Wo bist denn du, Candy? Ich mag die Jetpacks. Also eigentlich habe ich das sofort gekriegt, als ich angenommen hatte. Sprungstiefel. Candy, heiß, 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 heiß. Ah, ich brenne. So, mache ich dasselbe wie beim Even Row. Einmal Candyman raus und Candyman wieder rein. Freund anladen. Ah, Kapuzentier. Heil. Candyman. Bewegen. Nee, mir geht's gut. Geht's? Oh, Candyman, Spannung kommt auf. Da. Kommt der Candy? Er lädt, oder? Ja. Und er ist weg. Wartung stehe ich vor dem Tor. Jawohl, er ist da, er ist irgendwo da. Ist er das? Jawohl! Wo ist er? Drachenbursche nimmt wahrscheinlich ganz Drachenbursche, typisch den Zerstörer. Ja. Wo kann man denn hier was umstellen? Hier, wo ich gerade stehe, da ist eine Battleframe Station, bei der du deine Klasse ändern kannst. Schön, was darf ich denn nehmen? Ich glaube, wir haben uns jetzt alle gefunden, das ist doch schon mal schön. Jawohl. Mit dem Granatwerfer verteilt dieser Frame Sprengladung auf dem Schlachtfeld. Aufstellbare Geschütze und Schutzschilde geil. Das da, kann man die Waffen noch ändern, da drüben. Naja, Waffen, die... Achso, ja, nee, das ist bloß die Klasse. Du änderst hier bloß die Klasse. Mit der Klasse, genau. Wir haben hier den Aufklärer, den Pionier. Ich mach wieder hier so eine... Die Biotechniker den Zerstörer. Ja. Böser Hummer. Ich nehme mal den Zerstörer, der sieht gut gepanzert aus. Das sieht gut aus. So. Holy crap. Böser Hummer, Len 16 und wo sind die anderen? Zerstörer. Da ist der Candy. Du siehst eigentlich jetzt jeden durch jedes Gemäuer durch. Ja. Jo. Wenn jemand außer deiner Sicht ist, dann kannst du... Wollen wir es mal im Kreis aufstellen? Gibt's ja nicht auch Emotes? Das Wichtigste. Tanzen. Erstmal das Dance-Emote ausprieren. Ja, jawohl, es geht. Was? Ja. Wie T? Wie denn, wo denn? Nee. Schrägstrich. Welche Taste? Schrägstrich und dann Dance. Ja, aber wie komme ich in den Chat? Achso, er drückt Enter. Leertaste.
Enter. Und da muss gleich jemand übertreiben. Der Albert wieder. Ist doch albern. Dance. Immer im Kreis. Der Len singt irgendwas von der Queen. Ja, hab ich auch gerade gehört. Das bin nicht ich. Der singt God Save the Queen. Der Albert fragt, ob wir Espanoles sind. Ja, so, hombre. Ja. Auf jeden Fall. Schon immer. 10.558 schreibt, what the fuck? So muss das. Raver Party. Gut, okay. Ja, hier ist wohl die Party. Wohin gehen wir denn jetzt? Keine Ahnung. Zu unserer nächsten Mission möglicherweise. Schließe 3 Crossfire-Events ab, haben wir auf. Oder den Sinnknoten Copacabana können wir. Da können wir uns mit dem Sinnturm verbinden. Und ich vermute, da kriegen wir dann auch irgendwie Mission, oder? Also bei mir steht. Also da vorne ist irgendwo eine Jobauswahl gewesen, aber. Wir können ja einfach mal in eine Richtung laufen. Hauptsache, wir bleiben beieinander. Ja, das ist das. Folgen wir mal dem. Ist das der Drachenbursche da vorne? Ja, dann folgen wir dem mal. Wo ist der Drachenbursche? Hier, in der Luft. In der Luft. Also mir wird momentan dieser Sinnknoten Copacabana angezeigt und ich denke, dass wir auch dort unsere Mission bekommen. Rennen. Wie kann ich mich eigentlich selber sehen? Ich würde mich gern selber mal sehen. Hä? Du meinst von vorne? Ja, ich würde gern meinen unglaublich. Ich denke, bei Battleframe tauschen wird das gehen. Nee. Oh, man kann sogar in die Ego-Perspektive gehen. Man kann sogar Ego-Perspektive, das wusste ich nicht. Und zwar? Mittlere Maustaste. Da wechselst du zwischen Ego und Third Person. Okay, jetzt bin ich auf der Karte und die Tante labert wieder irgendwas. Warte mal, ich drück auch mal. Kapuzentier ist mit dabei. Ah, sehr schön. Okay, ich sehe Map. Ja, ich will das nicht mehr sehen, danke. Nein, nicht Truppenwegpunkt. Da wollte ich doch gar nicht hin. Ich glaube, diese Türme, ja? Diese Türme sind sowas wie in Assassin's Creed, die Aussichtstürme und so. Dann deckt man die Karte auf. Und ich habe jetzt hier so einen Wegpunkt-Pfeil. Ja, den habe ich dir gesetzt. Oh, das ist nett, laufe ich hin. Ich kann Truppwegpunkte setzen. Yay. Das ist ziemlich cool. Ich bin euer. Oh, hier gibt es eine Rüstmeisterin. Was hat denn die Rüstmeisterin für mich? Gar nichts. Doch, jetzt. Dinge zum Kaufen. Oh ja. Ich kann nichts kaufen. Ich bin arm. Die Dame sagt, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Nö, müssen wir nicht. Alles wird gut. Wir haben uns gefunden, jetzt ist alles top. Ja. Ich würde den NPCs gerade übrigens nicht zuhören, weil ich denen gerade nicht zuhören will. Nee, man kann es ja eh nachlesen, was sie da erzählen. Und ich glaube auch nicht, dass es so wichtig ist. Ah, jetzt lernen wir erstmal das mit den Sprungmodulen. Wow, ich kann Jetpack. Ups, ich fliege. Vor allem können wir uns gegenseitig ab. Nein, Ach, das ist unsere erste Aufgabe hier. Der springt da auf meinen Kopf. Nice. Oh, Jetpack rennen. Drachenbursche liegt vorne. Ah, so wechselt man zwischen. Findest du? Okay. Nein, ich bin abgestürzt. Ich bin eine Koralle gefallen. Oh. Imro hat mich abgedrängt. Imro ist schuld. Ja, Imro ist schuld, sicher. Ja. Oh, nein, zu wenig. Imro war schuld. Passt. Du Hummer, was machst du vor mir? Du Hummer. Du Sohn eines Hummers. Ich bin hier der böse Hummer. Der badass Hummer. Oh mein Gott, ich bin im. Warum bin ich. Was? Ich war. Geh zu dir runterfallen. In den Berg. Was? Was? Oh, Feinde. Hier gibt's Feinde. Cool. Lol. Warum bin ich jetzt hier drin? Seht ihr das? Ich seh dich. Wir haben Ebro verloren. Wir haben schon wieder Ebro verloren. Ich schieß mal auf dich. Oh, Gegner. Oh, da. Oh, ich brauche. Gegner. Ein gewissen Verschnitt muss man, glaube ich, einrechnen. Ja, das ist, glaube ich, normal hier. Hilfe. Oh, Level up. Das ist gut. Ich komme hier nicht raus. Alles schön direkt und so hier. Drücke 1, 2, 3 um deine Fähigkeiten. Jawohl. Ja, ich kann Geschützturm bauen. Warte, lass mich mal. Ich komme hier nicht raus. Jetzt falle ich in die Unendlichkeit. Yay. Ja, jetzt gib ihn. Hummergeschütz. Das ist mein Hummergeschütz. Dein Hummergeschütz. Was soll ich tun? Oder einfach nur ein schweres Geschütz der Stufe 1, aber es ist bestimmt ein Hummergeschütz. Das ist das Hummergeschütz. Es ist so. Wo bin ich? Wo seid ihr? Wo seid ihr denn? Das Spiel spackt voll ab. Das liegt nicht am Spiel, du. Hat mein Charakter Drogen genommen oder was ist hier los? Ja, hat das mit dem Glitchen schon wieder nicht funktioniert, gell? Ja, ich kann's ja nicht. Ja, schade, dass der irgendwo zu faul zum Aufnehmen ist, sonst könntet ihr das auch sehen. Ich bin nicht zu faul zum Aufnehmen, es funktioniert nicht. Wow, zur Hölle, ich fliege. Ach, wie geil, man kann fliegen. Wahnsinn. Ja, aber krass, oh Gott, also. Es leckt ein bisschen. Ja, aber ganz bisschen, du. Oh mein Gott. Oh nein, ich bin abgestürzt. Wieso leckt es so hart? Meine Fresse. Wenn du währenddessen Shift drückst, schaltet sich das Ding leider ab. Oh, fuck.
Toll, warum hast du es nie früher gesagt? Ich habe gehört, wenn du Shift drückst und dann Shift gedrückt. Dann hat es gleich mal ausprobiert. Ja. Also nochmal kurz zurücklaufen, tut mir leid. Wo muss ich hin? Ja, das ist die Frage. Wie kann man fliegen? Wie kann man wieder fliegen? Gar nicht, glaube ich. Du brauchst diese Sprungplattform. Das heißt, du musst direkt nochmal hochlaufen. Oh mein Gott. Mein Spiel spackt immer noch rum. Nee, ach, hier ist wieder so eine Sprungplattform. Ah ja, okay. Soll ich mal das eben in der Stadt ist wieder eine. Wow, ist das schönes Fliegen. Böser Hummer, wieso bist du nicht mehr bei uns? Weil ich abgestürzt bin und nochmal zurücklaufe. Ich krieg's hin. Warte, warte. A non-fatal aura was reported while you were playing. If you don't mind, we'd still like you to submit the report, so we can analyze what happened. Ja, hier der Evil Roll immer mit seinen Profi-Problemen. Ja. Profi-Problemen. Sagen wir Profi-Problemen. Ja, ist klar. Jawohl, einwandfreie Landung hier. Oh mein Gott, ey. Jetzt darf ich nochmal hier rein, oder? So, wer kann hier schwammen? Oh, ich hab noch ein Belohnungsfenster. Ich klick da mal kurz drauf. Ah, das ist so eine Quest abgeschlossen und meine Güte, was kriege ich denn hier alles? Cool. Okay. Wir sollen jetzt zur Battleframe-Werkstatt gehen. Ja, wartet auf mich. Wow. Wartet auf mich hier! Dann muss ich jetzt da lang fliegen? Ibro hab ich eh schon abgeschrieben. Da ist mein Wegpunkt drin. Danke. Und jetzt? Jetzt bin ich da durchgeflogen. Okay, also hier können wir irgendwie unsere Waffen tauschen und sowas. Wieso? Ah, mein Ding stürzt ab. Boah. Wo bin ich denn jetzt? Ach, da hinten. Ach Gott, das ist mein... Oh, hier ist noch eins. Ja, ja. Wow! Mein Schnurrbart ist ja komplett bescheuert. Nein. Ich muss sagen, ich hab das nur recht gerne. Hey, ich warte auf mich. Alter, man kann sich seine Rüstung bemalen. Wie geil. Ach, das kostet dann alles echt Geld. Das ist scheiße. Oh. Wolltest rosa machen, ne? Ich glaube, hier kannst du auch einiges freischalten. Ja, diese Münzen. Das kostet diese Münzen. Diese sind ja, ich glaube, die kriegst du auch mit der Zeit irgendwie ein bisschen. Ja, vermutlich. Ja, und weil wir ja die Spiele, die wir jetzt spielen, danach immer wieder spielen, wie wir das schon wissen. Ja. Na, jetzt mecker doch nicht. Man kann sich einen Kopf vorne drauf malen. Ach nee, es kostet auch was. Oh. Was kann man? Einen Kopf vorne sich drauf malen. Nee, der ist sogar kostenlos, der Kopf. Was, der Kopf ist kostenlos? So, wer mag mich nochmal einladen? Nee. Nee, jetzt wollt ihr nicht mehr spielen. Nein, ich will mir nicht im Beam-Shop was kaufen. Ich lade dich schon ein. Das ist ja nett. Alter, ich hätte eine Ego-Perspektive. Du bist nicht der Candyman, du bist der Ach, nee, bin ich echt nicht der Candyman. Oh. Die Schussabdrücke bleiben sogar kurz in den Steinen drin, wenn man reinballert. Verschwinden nicht sofort. Rüstung kann ich mir auf jeden Fall gerade nicht leisten. Boah, die NPCs, ne? Die nerven gerade ein bisschen. Derzeit muss ich die Modifikation verwerfen, ja. Nee, hallo, ich will noch. Na. Du willst noch? Ich will noch. Willst du es auch? Wo bist du? Ich bin irgendwie am Anfang, also da, wo ganz am Anfang. Alles unter Farbe und Rüstung kostet, ne? Mm. Da muss ich eben gucken, wo ihr seid. Ich glaube da hinten, ja. Ziemlich. Okay, jetzt hängt es wieder unten. Ein bisschen. Ma, das ist oh, ich seh neues dich. Ich, deinen Charakter anpassen. Also ja, wir sollen jetzt irgendwie... Copacabana Gebirgsbasis zurück. Ach, hier kann man... Genau, das ist jetzt unsere nächste Aufgabe. Wir sind hier sozusagen in der Charaktererstellung. Was, wo bist du? Also ich versuche jetzt mal mit dem Len 16 diese Mission mal zu machen, erober die Copacabana Gebirgsbasis zurück und da sollen ja, wir den... Ja, warte doch mal auf mich, ey, ich komm ja schon. Ja, wo bist du überhaupt? Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ich glaube, ich bin der am weitesten weg ist. Ach, da unten bist du! Ah, okay. Da ist schon wieder jemand zurückgeblieben irgendwie, von uns. Irgendwie sehe ich euch nicht mehr, habe ich das Gefühl. Doch, aber ich sehe dich. Das ist das Wichtigste. So, Candy ist auch schon da, Candy hat's auch verlassen. Ach so, hier. Ja, ich hab die ganze auf der Karte geguckt und so, hä, wo seid ihr denn? Aber da. Alle weg. Ich mal die ganze Belohnung abholen unter N. Macht ihr das auch? N? Ich hab keine Belohnung gekriegt. Ja, du sowieso nicht. Belohnungsfenster anzeigen. Ah. Prozent durchflogener Ringe, 100%. Erfahrungspunkte 6000. Da ist keine Belohnung fürs durch einen Berg fliegen. Boah, das gepanzerte Landungsschiff schaut aber schick aus. Ja. Erinnert ein bisschen an Halo 1. Also ein kleines bisschen. Das ist mir eigentlich gar nicht. Hat das nur bei mir so komische Streifen oder ist das normal? Das hat auch bei mir Streifen, die nach oben gehen. Das ist ein Schutzschild oder sowas. Wo kann man da reingehen? Ja, kann man rein. Das sieht aber sehr pixelig aus. Ach cool, Gruppe von 1 bis 5. Verfügbar. Hä? Was? Also ich habe hier Instanzen. Hä? Du bist nicht der Truppenführer. Ich habe keine Instanzen. Das geht Kapitel 1 Absturz, Kapitel 3, Kapitel 5, Kapitel 6. Kann auch nur der Truppenführer machen. Ach so. Ich habe aber keine Instanzen. Ja, toll. Hä, wenn ich das Ding anklicke, sind die Streifen weg und wenn ich dann wieder wegdrücke, ist es wieder voll pixelig. Ja, weil es ein Objekt ist, mit dem du interagieren kannst. Das sieht aber total hässlich bei mir aus. Oh nein.
Len, stell dich mal davor und drück I. Das ja, dann außer, steht keine Instanzen verfügbar. Drüber gemacht hätte. Ja, das finde ich aber nicht richtig von dir. Wahrscheinlich sind wir nicht, nicht hochstufig genug und deswegen können wir es nicht machen. Gut, dann mache ich eben den Nazrael zum Führer. Oh. Ja, ich bin der Führer. Jetzt ist alles verloren. Da. Und ihr seid jetzt alle Level 2 und ich bin Level 1. Ja, ja, was ist denn jetzt passiert? Ich hab nichts getan. Ach, Len. Was denn? Ihr seid immer noch gleich laut für mich. Schön für dich. Ja, bei mir hat sich auch nichts geändert. Ein bisschen lauter machen. Was macht das wird nachher für Audioeinstellungen? Ich verstehe es auch das nicht, was macht das Spiel. Haben. Was? Wenn, ja, wenn sich irgendwas in der Gruppe ändert. Was? Ja, bei mir auch nicht. Das wird ein Spaß sein. Candyman verliert Leben. Candyman, was machst du? Kenny? Kenny wird angegriffen. Kenny, von mir? Kenny? Was? Kenny stirbt schon wieder. Bei unserem Missionsziel. Ja, eben, der Kenny geht dahin, wo ich vorhin schon vorgeschlagen habe, dass wir mal hingehen. Dass wir mal was Gescheites machen und nicht nur irgendwie rumgammeln und so. Ja, jetzt alle bewundern das Flugzeug. Das Spacken hier. Ich geh, das Spacken. Ich krieg zum Hallo, Candy. Ich geh mal zum Candy. Ich helfe dem Candy. Ich bin auch bei ihm. Gebirgsbasis zurückerobern klingt gut, Candy, oder? Machen wir. Lag. Mein Gott. Lag. Mega-Lag? Ja, Lag. So, jetzt ist wieder. Lags? Ihr habt's Lags? Ja, hatte gerade immer ein Mega-Lag, aber nur. Ich auch. Und ich sehe keine Gegner. Ach, da sind ein paar Gegner. Ich sehe auch nichts. Wo ist was? Ich kann nicht schießen. Das Turm-Upgrade, Leute. Sie sagt gerade, dass dieser Platz, dieses Ding hier überrannt ist und ich sehe noch keinen einzigen Gegner. Ich auch nicht. Das sind viele Gegner. Eieiei, sind das viele Gegner. Viele Gegner? Wo? Wow, da! Fußsoldat. Ah, da hinten ist irgendwas. Oh ja. Alter, ich muss ewig nachladen. Oh, sind die ekelhaft, die Viecher. Immerhin gibt's coole Kampfmusik dazu. Echt? Ja. Wow, groß, das ist ein großes Ding. Was großes Ding? Groß. Hallo, ein texanischer Skarabäus oder was steht da? Hä? Texanischer. Wo bist du denn? Was macht der? Len ist schon wieder komplett woanders. Oh, Len, wir sind toxischer in der Basis Sandhai, okay. Was? Ich kämpfe gerade gegen den Sandhai. Ah, mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Piu, 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 penkel, penkel. Aber gefällt das. Piu, piu, piu. Jawohl, er ist tot. Okay. Und noch kleinere Sandhai. Ah, mehr Gegner. Ja, so macht das ja sogar Laune hier. Wo sind die anderen jetzt hier? Wir sollen hier Sprengstoffe platzieren. Ja, machen wir. Erledigt. Oh, ich würde weggehen. Ich würde weggehen, Candy. I'm on the way. Huch. Das ist gerade ein Gegner, die spawnt. Wo seid ihr? Ja, das habe ich mir auch in der Basis gefragt. Drin. Ihr müsst durch den Eingang gehen und dann... Und dann wird's dunkel. Aha. Muss nur ich habe alle kaputt gemacht. Ich war's. Ich allein. Das ist ja schön. Da hinten seid ihr. Mensch, nicht so tief. Nicht so tief, Königer. Oh, jetzt kommt eine Musik. Ah. Kann ich eigentlich jemanden von euch reparieren? Wartet mal. Wir sollen den Serverkern verlassen. Schaut mal an. Und ich dachte, der Sandhai wäre mega gewesen. Hallo. Ich bin aber vollkommen repariert. Hör auf, mich zu reparieren. Das ist Wartung nicht aber erforderlich. Hm. Ivno, kannst du mich heilen? Wenn ich weiß, wie. Schieß mal auf mich. Ich glaube, man kann sich gegenseitig nicht verletzen. Nee, da ist der Hummer. Kann man nicht. Nee, falsche Taste. Rechte Maustaste. Da ist ein Fußsoldat. Nee, auch nicht. Da ist ein toter Fußsoldat. Ja. Geht's jetzt hier durch? Ich geh hier durch. Da geht's aber nicht durch, lieber Nazrael. Ich bin aber durch. Deswegen geht's da trotzdem nicht durch. Da kommen Gegner. Wo? Ah, da hinten. Jawohl. Ein Gegner weniger. Oh, er muss mal ran. Oh, vielleicht haben wir noch... Nee, wir sollen hier rausgehen. Wir sollen hier rausgehen. Ach so. Sag uns das nochmal einer. Verlassen Sie den Serverkern. Steht doch da sogar. In 90 Metern. Sie drei Kreuz. Erober die Copacabana-Zone. Bring Streifen... Bring Sprengstoff an Chosen. Das müssen wir auch machen. Das müssten wir auch machen. Jetzt macht ihr das auch noch schnell und dann kommt uns hinterher. Wir haben das schon Boom. Level 3. Herzlichen Glückwunsch. Also ich hab nichts gekriegt. Das ist wieder schön. Ja, wir müssen ja noch die Sprengstoffe anbringen, Evenbro. Was? Nein, ich hab noch nicht mal so eine Quest. Rechts von dir müsste irgendetwas stehen, rechts da auf dem Bildschirm. Da steht, schließe Niedlich. Drei Kreuzfeuer-Events ab und lerne, wie man einen Gleiter benutzt. Okay. Oh, Ivo okay, muss noch ein bisschen weiter hin. Ja, deswegen, sag ich mal. Ob wir so ein Auto nehmen können? Dann mach mal Ja, nehmen wir so ein Auto und fahren wir zum Auto. Ja, wo ist denn das wäre mega gut. Das wird dir angezeigt. Schade, das geht nicht. Oh. Chosen Zweitseher. Jetzt darf ich alleine nochmal den Kram machen, das ist schön. Oh, was hab ich jetzt? Holy crap. Das nenne ich Teamplay. Ich kann Ausrüstung an meiner Position deponieren. Ich kann euch Munition geben, glaube ich. Wow. Ich habe ein Schutzschild. Das ist ja fast wie Battlefield. Ich mag ja den russischen Akzent, den die Tante da hat. Ja.
die mit der engen Kleidung. Ich habe jetzt die drei Sprengstoffe platziert. Belohnung für erreichende Zielvorgabe. Ja klar, wir warten noch ein bisschen.